Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X-2. Ich habe jetzt selbst für meine Verhältnisse eine relativ lange Aufnahmepause hinter mir. Hoffe, dass ich jetzt, bevor wir diesen Tempel hier in Jose betreten wollten, nicht noch irgendwie was anderes zu erledigen hatten. Ich habe jetzt kurz nochmal ins Ende von der letzten Folge reingelugt und habe da jetzt nichts gefunden, was es irgendwie noch an Vorbereitung bedürfen könnte. War das gerade richtiges Deutsch? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke nur noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt großen Schrittes voranschreiten, wo ich hier stehe. Und ja, ich hatte ja vor einigen Folgen, könnte auch die letzte gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte ich ja mal überlegt, offscreen meine Kostüme ein bisschen zu leveln und das Ganze ein bisschen voranzubringen. Ich bin leider seit dieser Ankündigung, seit der Äußerung dieser Idee nicht wirklich dazu gekommen, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Warte mal, was? Ach so, warte, ich musste gerade überlegen, warum Yuna jetzt auf einmal levelmäßig so weit vorne liegt. Das liegt aber daran, dass sie über den Glücksspieler hier die doppelte Experience bekommt. Okay, alles klar, das wird uns jetzt nicht davon abhalten, ihr die Klasse wegzunehmen. Doch, das wird uns davon abhalten, ihr die Klasse wegzunehmen. Sie behält ihre Klasse so rum. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was passiert. Hier ist auf jeden Fall Ausnahmezustand hoch 10. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal alle schon gelesen. Guck mal, wir können einige Sätze sogar schon fast ohne Einschränkungen entziffern. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So, Ixion, was hältst du bereit für uns? Wird es hier im Vorfeld wieder Rätsel geben, ja oder nein? Shinra, was wissen Sie? Ich installiere hier ein Spherophon. Ich weiß. Ich habe Angst, dass du mich irgendwann wieder zum Spherobreak herausforderst, wenn ich damit gar nicht mehr rechne. Bei jetzt gerade könnte ich, glaube ich, noch den einen oder anderen Kampf irgendwie für mich entscheiden. So ganz zu 100% raus bin ich noch nicht. Okay, hier sieht es auf jeden Fall nicht sehr gut aus. Wuanstradan Vindia Opernrand. Opernrand, bestes Wort. Ja, also ich glaube, wenn man Pause macht, da steht Monster. Monster erkenne ich. Und da das vorletzte Wort ist Schritt. Ja, ich glaube, man kann, wenn man jetzt hier Pause macht und so ein bisschen sich reindenkt und reinfühlt, das auch am Ende alles sinngemäß entziffern. Aber die Zeit haben wir jetzt hier nicht, beziehungsweise will ich den ganzen Part nicht mit der Entzifferung zubringen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt Rätsel haben werden oder ob wir einfach nur uns durchprügeln müssen. Also am Ende sage ich, wenn ich so mit Blick auf Final Fantasy X und X-2 gucke, dass mir fast ein Gebiet ohne Rätsel... Oh! Lieber wäre. Betriebsinterne Bekanntgabe. Die Jahresabrechnung ist beendet, die bisherigen Ausgrabungserfolge wurden annulliert und die Gehälter angepasst. Es besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Gehälter gesunken sind, doch die bisher erbrachte Leistung kann zu einer weiteren Gehaltserhöhung führen. Kennen wir das schon? Ich will mein jetziges Gehalt wissen. Ich bin kein Mal, glaube ich, in Kapitel 3 an der Ausgrabung beteiligt gewesen. Das ist, glaube ich, nicht gut, ne? Ich hätte das ein bisschen... bisschen besser machen und lösen können. Ich will meine bisherige Leistung sehen. Ja, da ist schon lange nichts mehr passiert. Bitte führen Sie erst weitere Ausgrabungen durch. Ah, das ist blöd. Also ich hoffe, dass mir das in Kapitel 4 noch vollumfänglich zur Verfügung steht. Da würde ich mich da nämlich nochmal ransetzen. Ich wollte ja eigentlich immer so ein Bonuspart vielleicht mal machen, so nur mit Ausgrabungen. Könnte man mal avisieren. Kapitel 4. Ich sag's euch, da wird's soweit sein. Verdammt, mein Körper will einfach nicht. Wir müssen schnell etwas tun, sonst endet zu deiner Katastrophe. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber freu dich, dass es dir wenigstens noch halbwegs gut geht und du bei Bewusstsein bist. Kann man hier gar nichts einsammeln? So nichts, nichts? Asp mir psin nikritzt andanas uapnik ams wuvmiriaran apan seinav naunda. Aha. Ich finde es gut, dass wir über diese wichtigen Dinge im politischen Weltgeschehen sprechen. Da sollte man wirklich Gespräche drüber führen, ja. Trotz aller Hürden, die zwischen uns liegen, sprachlich gesehen. Iker van Wuvamamik in... Ja, ich höre ja schon auf. Ich höre schon auf, keine Sorge. Ich werde das jetzt nicht durchziehen bei jeder Textbox. Ich werde den Posten halten, egal was es kostet. Bitte schaut nach meinen Leuten weiter drin. Das werden wir tun, mein Freund. Das wen so in die Anka Kadniapan wandern. Wandern. Ich habe wandern verstanden, auch wenn es anders geschrieben wird als unser Wandern. Aber hey.
Hat bestimmt die gleiche Bedeutung, ne? Okay, habe ich hier irgendwie Stress, Zeitdruck oder so? Also ich versuche es jetzt gar nicht erst, okay? Ich habe es euch versprochen. Guck mal, wie wenig Buchstaben ich hier nur habe. Wir haben alle voll die komplizierten Wörter. Oder unbekannten Buchstaben in ihrer Verwendung. Auf so... Apparate. Nee, ich kann das gerade nicht. Es ist auch noch sehr früh, habe ich das schon mal erwähnt. Oh, wir dürfen kämpfen. Auf Kämpfen habe ich Bock, auch wenn ich irgendwie gar nicht eingespielt bin, aber wird schon schief gehen. So, was habe ich denn hier früher immer gemacht mit ihr? Raub und... sind das neue? Warte mal, und hier habe ich einen Zweierwürfel. Irgendwann Pyrilas. Pyrilas. Also ich meine, wir kennen die schon, aber hießen die auch so? Ich weiß es nicht. Mann, ich bin nicht so schäbig, weil ich so Detailfragen nicht mehr zusammenkriege. Aber egal. Deswegen ist es gut. Ich habe beim letzten Mal an einer guten Stelle aufgehört. So, und Räuber-Giki. Jawohl. Ja, wir haben eigentlich einen ganz guten Flow, finde ich hier. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass der Dompteur-Kostüm-Spheroid von Pain, dass der ganz geil sein soll. Was lag wahrscheinlich daran, dass ich den Hinweis bekommen habe, weil ich zuletzt immer so über Riku gepöbelt habe und darüber, dass die Klasse mir nicht ganz so zusagt. Ja, pöbeln kann man das jetzt nicht nennen, ne? Also es ist schon human gewesen, komm, sind wir ehrlich. Pöbeln geht anders. Pöbeln hört man nicht, wenn man sich meine Dark Souls Let's Plays anguckt. Das ist Pöbeln, das hier ist alles noch. Alles auf dem Boden der Vernunft und der Fairness, würde ich fast sagen, oder? Oder bin ich hier mal richtig ausgeschert in dem Let's Play? Ich glaube, das hat sich alles am... alles im Rahmen bewegt, sage ich mal. Und ja, ich weiß, dass ich den Viererwürfel habe, ne? Ich muss das jetzt, das wird irgendwie so... jetzt zum Running Gag in jedem Tempel muss ich das mal thematisieren, aber... ich weiß, dass ich den Viererwürfel habe. Ich entscheide mich bewusst für den Zweierwürfel, weil gleiche Augenpaare mehr Damage bringen, deutlich mehr Damage und die Wahrscheinlichkeit, dass du ein gleiches Augenpaar kriegst beim Zweierwürfel, natürlich höher ist als beim Viererwürfel. Und ja, falls Leute jetzt quer ins Let's Play reinklicken sollten, ne? Ich weiß zwar nicht, warum man das macht, außer man kennt vielleicht ein Spiel nicht und denkt sich so, was ist denn das? Wie geht denn das? Ich guck mal eben. Dann macht es ja irgendwie doch Sinn. Ne? Aber so an sich, weiß ich nicht. Wobei ich sagen muss, es gibt ganz wenige Fälle, wo ich das vielleicht doch sogar verstehen kann, wenn ich mal so ein bisschen in mich gehe. Nämlich, wenn ich ein Spiel schon kenne und wissen möchte, wie bestimmte Let's Player auf bestimmte Situationen und Szenen in bestimmten Spielen reagieren. Dann mache ich das auch manchmal ganz selten. Zum Beispiel habe ich bei Dark Souls, ich liebe ja Dark Souls Blind Let's Plays und da gucke ich mir manchmal ganz gerne die Ornstein und Smaug-Kämpfer an und suche mir das dann immer raus und so. Bin dann meistens halt enttäuscht, weil du dann relativ schnell auch feststellst, dass es halt doch nicht so blind ist oder die Leute sich dann nicht selber durchbeißen, weil sie sich dann Hilfe holen. Ey, nicht falsch verstehen, kann jeder spielen, wie er will. Aber dann ist es halt für mich als Zuschauer nicht mehr interessant, weil ganz ehrlich, ich finde, also klar, die Bosse sind immer noch ein bisschen anspruchsvoll, wenn du zu zweit, keine Ahnung, dich an dem versuchst, aber eben deutlich einfacher und überhaupt nicht mehr der Rede wert, so. So ist meine Perspektive auf das Thema. Ja, so, die im Zweiergespann kennen wir, glaube ich, auch schon. Bin gerade ein bisschen überrascht, dass wieder so schnell die nächsten Kämpfe kamen. Dachte, man würde uns jetzt hier ein bisschen mehr Schonfrist gewähren. Aber es ist okay, sollen sie machen. Ich habe heute allerdings nicht so viel Würfelglück, wie mir scheint. Soll ich jetzt doch wieder auf die Viererwürfel schwenken? Das war im letzten Tempel, war das anders. Ich weiß gar nicht mehr, ob ihr die Kämpfe primär gesehen habt oder ob ich die alle rausgeschnitten habe, größtenteils. Kein Plan. Aber, naja, wir werden sehen. Ich meine, die halten ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus. Ist jetzt irgendjemand vom Toteffekt? Wo ist Riku? Ach, die steht dahinter. Da sieht man in den roten Dreien. Das sieht man so ein bisschen. Ich bin, muss ich sagen, sehr gespannt auf die Dompteur-Kostüme der anderen Mädels. Was haben wir hier? Was? Schnramm? Gippel? Was? Was war das erste? Ich will das erste Wort nochmal sehen. Das hat sich gelesen wie Schramme auf dem ersten Blick. Oh, was geht hier? Mit solchen Waffen können wir nichts ausrichten.
Seinan Zorn Wanda Iker Apan Paskruadvan Akam Was Asgosda. Das ist irgendwie lustig, ich weiß auch nicht. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die es lustig findet, aber da lass mir doch wenigstens den Spaß. Papi, ich habe Angst. Das kann man sogar. Guck mal, Angst von der Schreibweise her sieht zwar völlig kaputt aus, aber wenn du es einfach nur eins zu eins vorliest, kommt trotzdem das richtige Wort bei rum. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Waren das alles gerade Machina-Teile vor mir? Habe ich das richtig gesehen? I don't know. Ich bin sehr gespannt auf den Ixion-Kampf. Ich habe jetzt, wo ich wieder ein paar Kämpfe bestritten habe, bin ich wieder voll in the game und habe voll Bock jetzt hier auf Boss-Action. Wobei ich ja bei den letzten Bosskämpfen schon an der einen oder anderen Stelle meine Schwierigkeiten hatte, aber das ist okay. Weil eigentlich ist der Weg jetzt vom Parkbeginn bis hier zu Ixion durch relativ kurz, würde ich behaupten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier ohne weiteres durchkommen. Weil es bestimmt unterwegs irgendeine Herausforderung geben wird. Ob man das dann am Ende Rätsel nennen kann oder ob das irgendwie eine undurchsichtige Sprungpassage ist oder so, keine Ahnung. Aber irgendwas kommt dann noch, habe ich so ein Gefühl. Und ich muss Obacht walten lassen. Wir haben es ja im Tempel von Kilika gesehen, da lagen dann so mir nichts, dir nichts, einfach Spheroiden, Kostüm-Spheroiden auf dem Boden. Und die will ich hier natürlich nicht liegen lassen. Ja, so ist das. So, warte mal. Wie viel waren das jetzt? Ne, ich glaube, den habe ich jetzt schon beklaut. Yuna, kannst du den bitte fertig machen, damit Riku gleich auf den anderen ausweichen kann? Dankeschön. Ich finde es schön, wie gut wir miteinander kommunizieren und wie ernst du meine Ratschläge nimmst. Das finde ich, gut. Wir sollten das eingespielte Team bleiben, das wir gerade sind. Und ich möchte unbedingt die anderen Mädels im Glücksspielerkostüm sehen. Mich interessiert es halt am meisten immer, muss ich ja gestehen, bei Pain. Wenig überraschend. Aber ich habe so Bock, ihr endlich ein anderes Kostüm anzulegen. Ey, die sind so ätzend lange Itemschütze gewesen. Mich hat auch die Frage erreicht, allerdings über AskFM war das, glaube ich, habe ich noch gar nicht beantwortet, aber ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, ob ich nicht das mal streamen möchte, dieses Aufleveln, was ich ja in der einen Folge da erwähnt hatte, ne, dass man so ein bisschen die Kostümklassen weiterbringt. Ey Leute, liebend gerne, wenn ich wüsste, woher ich die Zeit nehmen soll, da hinten ist eine Kiste. Okay. Hä, hey, was ist denn das für ein komischer Aufbau und was ist eine Kraftquelle? Und wo geht's jetzt hier weiter? Hä, was hab ich denn jetzt verpasst? Ich kann... Achso, warte mal. Ja, ich sag ja, irgendwas Rätseliges wird hier noch kommen. Ich werde bestimmt über diese Linie am Boden irgendwie den Zugang zu Ixion freilegen müssen. Aber guck mal, diese Wendeltreppe, die man im Hintergrund sieht... Also okay, das ist glaube ich keine Wendeltreppe, ne? Die hat so, nur so eine leichte Kurve drin. Kann man das schon Wendeltreppe nennen? Keine Ahnung. Ich erinnere mich dunkel, dass es so einen kleinen Aufstieg am Ende gab zu Ixion, meine ich. Aber das war nicht so schwer einsehbar, wie das jetzt gerade im Raum war, wo ich zu der Kiste gesprungen bin. Ich weiß es nicht. Ich werde ab dem nächsten Kampf die auch mal rausschnibbeln. Vielleicht lernen meine Mädels ja noch was. Das wäre doch eine schöne Verabschiedung, bevor ich zur digitalen Schere greife. Wie wär's denn damit? Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, ob ich den schon beklaut habe. Deswegen gehe ich jetzt mal erstmal auf den Gilklau, bei der mir sicherer ist. Ich fange ja immer erst mit dem oberen an, habt ihr ja schon mitbekommen. Guck mal, da hat sie mal wieder. Da hat sie mal wieder ein bisschen Glück. Den Rest kann sie sich dann auch für Ixion gerne aufheben. Ja. Ja, ich bin, möchte Pain unbedingt in einer anderen Dings sehen. Der Itemschütze ist ohne Frage sau cool und super wichtig und hat uns... Ah, hier kann ich jetzt... Konnte ich das vorhin auch? Hochfahren, alles klar. Ja, die Treppe hier links, die meinte ich nämlich. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Die Entladung sollten aufhören, wenn man einen der hinteren Altäre anschiebt. Okay, aber ich weiß nicht welchen. Ja, alles klar. Also wenn du als Bestrafung dann einfach nur einen Kampf bestreiten musst, ist das okay. Wenn das wieder so ein hochkomplexes Thema ist, dann gute Nacht. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch alles nur ein schlechter Witz. Guck mal. Guck mal, wie das geht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Aber das war hier jetzt auch nicht sonderlich schwer. So, warte mal, hier gibt es erstmal eine Kiste.
Armband. Klingt unspektakulär, ist es vielleicht gar nicht. Wir werden es gemeinsam abchecken. So, Armband, wo bist du? Was kannst du? Können wir dich direkt anlegen? Also können bestimmt, aber wollen wir das auch? Warum ist das hier so komisch angeordnet? Ich will, dass die neuen Sachen immer ganz unten dann direkt zu sehen sind. Ist aber meistens auch der Fall, glaube ich. Ich wette, das Armband habe ich irgendwie schon mal. Und deswegen ist es eben nicht ganz unten. Ja, dreimal. Okay, Angriff plus 10. Was ist das denn für ein Rotz? Für so einen Hauptstory-Ort. Das können die doch nicht bringen. Also ehrlich jetzt. Achso, es sind insgesamt 5. Okay, bei welcher Nummer bin ich jetzt? Bei der 2. Okay, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie eine bestimmte Reihenfolge bedienen. Ich habe zwar gesagt, ich wollte keine Rätsel, aber das ist dann doch ein bisschen wenig, oder? Ach, aber guck mal, verschieben kann ich das Ding trotzdem und krieg dann immer Strafkämpfe serviert. Ich mache das jetzt übrigens nicht, um jetzt irgendwie die ganzen Kämpfe mitzunehmen, weil die dauern leider auch sehr, sehr lange, sondern eher aus der Hoffnung heraus, dass hier vielleicht irgendwann mal noch ein geheimer Raum oder so freigelegt werden könnte oder irgendeine Kiste erscheinen könnte, irgendwas in die Richtung. Aber bisher sieht es eher danach aus, als müsste man jetzt hier einfach nur, oder als würde ich mir jetzt hier einfach nur die eine Niete nach der anderen einfangen. So, warte mal. Ich bin kurz auf den Dieb nochmal umgeschwenkt, um ihre MP-Reserven ein bisschen zu verbessern. Ich nehme jetzt übrigens immer die Viererwürfel, wenn es mindestens 2 Gegner sind. Also bei größeren Gegnergruppen, einmal hatte ich auch 3 von diesen komischen fliegenden Masken, geht das deutlich schneller, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Oh, den haben wir... Den habe ich das eine Mal gesehen, als ich diese Höhle an der an der stillen Ebene nochmal neu gemacht habe. Da gab es den schon einmal. Warte, jetzt habe ich mir den Namen gar nicht angeguckt. Aber der konnte auch Sub-Vita, keine Ahnung. MP abzwacken ist natürlich sehr schlecht. Vor allen Dingen unmittelbar vor einem vermeintlichen Bosskampf. Finde ich jetzt eher semi-geil, aber okay. Diebstahl fehlgeschlagen. Na, du traust dich ja was. Warte mal, dann mache ich das jetzt nochmal. Ist mir nämlich wichtiger, als dem jetzt hier Geld abzunehmen. Also ich mache das jetzt so. Oh, jetzt hat sie Doppelgill gelernt. Das ist gut. Ich wollte nämlich gerade auf das Thema zu sprechen kommen. Ah, nee, wollte ich gar nicht. Warte, ich wollte erstmal auf die Würfel zu sprechen kommen und dann aufs Geldthema mit dem Clown. Warte, Multitasking und so. Jetzt ist der Diebstahl schon wieder fehlgeschlagen. Was hast du denn so Wertvolles, dass das hier nicht hinhaut? Ich werde, wenn einmal das Clown gelingt, dann auf den Dieb wieder umschwenken, in der Hoffnung, dass wir von dem auch ein paar MP bekommen. Ja, Zweierwürfel beim einzelnen Gegner und bei Gegnergruppen. Dann der Dreierwürfel. Und was ich eigentlich sagen wollte, mir ist es wichtiger, Items zu klauen, als Geld zu klauen. Habt ihr aber wahrscheinlich schon gemerkt. Ey, warum geht das denn hier die ganze Zeit nicht? Warte mal, müssen wir das jetzt kurz anders machen. Kann es sein, dass die alle noch ihre... Hallo? Ihre Yojimbo-Equipment-Sachen angelegt haben? Muss ich jetzt irgendwie Angst vor dir haben? Ich finde das gerade nicht gut, was hier passiert. Warte mal. Unikat. Phönixfeder, Riku. Ich hoffe, das kommt noch rechtzeitig. Aber Pain kommt ja gegen Ende. Okay. Was haben meine Mädels angelegt, dass sie gegen Stein immun sind? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich, ohne dass das so wirklich beabsichtigt war, hier ganz gute Sachen aktuell noch drauf habe. Und ich sag euch auch, das wird mit Sicherheit nicht damit zusammenhängen, dass ich das ganz explizit so wollte. Das ist bestimmt nur so ein Resultat aus, ich habe vergessen, meine Accessoires wieder anzupassen nach Kampf XY. Okay, warte mal, bei dem ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen Obacht geboten. So, hier, ich wollte jetzt gucken, ob ich MP klauen kann. Oh, jetzt ist sie verwirrt, Mann. Dieser Gegner ist echt die Pest vor dem eigentlichen Bosskampf. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil das jetzt auch mit Abstand der wahrscheinlich härteste Gegner ist. Ich wollte aber MP klauen gerade. Aber sie macht jetzt sowieso gerade, was sie will, ne? Ja, ich glaube, der Befehl hat gerade nicht gegriffen. Oh, das ist schlecht, ey. Ich kann Riku doch jetzt nicht mit 48 MP. Ich bin so doof. Ich kann doch Ether schmeißen mit Pain, oder nicht? Das hätte ich eigentlich machen können. Okay, warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen aufräumen.
Weil der Kampf gerade ein bisschen was durcheinander gewürfelt hat. Und scheinbar habe ich jetzt nicht viel davon. Weil es hier keine Kiste oder keinen neuen Raum oder sowas gab. Das ist ja Murks gerade. So, warte mal, erstmal bei Juna gucken. Glücksspieler. Doppelgil, Doppel-Item. Wer das nächste hinterlässt, doppelt so viele Items. Okay. Auch nicht uninteressant. Oh, bei ihr wird das noch ein Weilchen dauern. Aber ich finde alles, was hier noch zur Auswahl steht, auch irgendwie interessant. Also ich liebe die Klasse. Die ist, glaube ich, so im Gesamten mit unter meinen Top 3 bisher. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. So, warte mal. Dann wollte ich noch was anderes schauen, nämlich bei der Ausrüstung. Was haben denn verhindert Stein und Tod? Ja, die haben alle noch... Ja, verhindert Stein drin. Wegen der Josestraße wahrscheinlich. Oder warum hat sich das angelegt? Ich weiß das nicht mehr. Aber wenn das hier ein ganz normaler Standardgegner ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung. So. Hier gab es doch immer auf der rechten Seite noch irgendwie einen geheimen Raum seinerzeit in Teil 10, oder? Merge with Albed Machina. Isn't that what they said? How can this be? Jetzt bin ich sehr gespannt, aber der Raum, der scheint mir relativ klein für so einen Bossfight dieser Art. Aber wir gucken mal, was Ixion kann. Was wir nämlich wissen, ist, dass Ixion ein relativ schneller Zeitgenosse ist. So, ich nehme jetzt mal von Anfang an Fortuna. In der Hoffnung, dass ich mein Würfelglück damit so ein bisschen angekurbelt bekomme. So, und sie wird jetzt gleich mal gucken, ob sie was rauben kann. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt mit Pain wieder auf die Dings gehen sollte. Auf ihre Dings... ich vergesse mal, ich will die ganze Zeit San Matu sagen, aber das... Wie heißt das denn nochmal? Ihre... Das war auch irgendwas mit Z. Sankyo war das, oder? Ich glaube ja. So, ich mache das mal davon abhängig, wann das mit dem Diebstahl hier gelingt. Und sobald wir einmal Glück haben... Ixion sah gerade schon wieder voll bedrüppelt aus, als wäre der fast tot. Was ja irgendwie wenig Sinn ergibt. Aber guck mal, der sieht aus, als hätte der so eine leicht geneigte Körperhaltung. Aber der wird wahrscheinlich noch ein bisschen... Noch ein bisschen mitmachen hier. Oh, was? Jetzt trifft sie auch nicht. Na, das wird ja immer besser hier. Bin ich jetzt mit dem Dieb eventuell doch besser bedient? Hallo, Pain. Kommt da nochmal irgendwie eine Mega-Potion? Ja, guck mal, jetzt habe ich hier schon wieder Würfelglück. Das ist gut. Aber ich möchte nicht, dass der jetzt verreckt, bevor der Diebstahl einmal gelungen ist. Oh, das ist doch scheiße. Ich wette, mit dem Dieb geht das besser. Ich werde es jetzt noch... okay, sie würfelt gerade ziemlich krasses Zeug. Vielleicht auch wegen Fortuna. Ich glaube, ich werde jetzt nach dem nächsten Versuch mal wieder auf den Dieb zurückschwenken. Der, wie ich mir vorstellen könnte, eventuell auch einen besseren Glückswert insgesamt hat. Ach, der hat sich selber geheilt. Ich dachte, ich habe gerade irgendwas Blödes gemacht. So, warte mal, dann machen wir jetzt den hier. Wobei ich auch gerade so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich nicht vielleicht, wenn ich mit Rico jetzt eh schon eine, also zwei Klassen... bedient habe. Ach, guck mal, da haben wir es nämlich. Da sind die Sprinterschuhe. Oh, oh. Der Mjölnir. Oh, ich fand, der sah so cool aus. Ganz wie, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich Ixion unfassbar cool fand in Teil 10 damals. Und mir hat Mjölnir damals so von den ersten Bestia mit am besten gefallen. Ich meine, später kamen so geile Überbestia wie Anima und so, die bis heute mit zu meinen Favorites gehören. Aber Ixion war so von den ersten Bestia schon der... Der coolste. So, ne. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Warte, das ist jetzt sehr gefährlich, was ich tue. Warte, ich könnte aber... Ich gehe jetzt mal... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, was ich hier tue. Aber ich werde jetzt mal mit Riku die Weißmagierin einstellen. Sie kann weiter angreifen. Einfach damit... Warte, wir machen das hier auch mal die große Heilung. Man weiß ja nie, was kommt. Damit Pain gleich freie Bahn hat, um... Sankyo zu aktivieren. So. So, Sankyo. Da bin ich doch noch irgendwie auf den Namen gekommen. So, einmal Vitra noch hinterher. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht.
Boah, das war's. Das ging schnell. Aber ich sag's euch, der Zweierwürfel, ne? Voll die Geheimwaffe. Einfach nur mega gut. Schade. Ein bisschen Zankyo-Push hätte ich jetzt gerne noch mitgenommen, aber der nächste Endboss kommt bestimmt. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Und der ein oder andere hat was gelernt. Also die ein oder andere, pardon. Aha. Wurde das beim letzten Mal auch so eingeblendet? Alles klar, Tamasa-Seele. Ich hatte wieder vergessen, mir alles anzugucken in Ruhe, aber mal gucken. Vielleicht passiert ja heute etwas Wundersames. Rastlose Abwehr. Wofür gibt's die denn? Habe ich irgendwas gut gemacht oder kriegt man die immer? Kein Plan. Oh, another hole. I wonder what's down there. Go find out. No way! The hole we found was so deep. It was as though all the secrets in the world might be hidden in its depths. But something told me to stay away. These secrets are not for me to know. Get back! Huh? What? Yes? Ah, you can hear me. I can't see you. Where are you? Right here. Found you. Is that really you? It is me, Shuya. I've waited so long. Len. But I'm not Len. Len. We disappeared together, but when I awoke, I was alone. I looked for you for so long. While I wandered, I realized something. Spira hasn't really changed at all. Everyone's still fighting over nothing, still dying like they used to. 1,000 years have passed, and they can't leave the hatred behind. I'm through waiting. I'll fix it. This world continues to fail us, and what's worse, I failed to protect you. Vegnagun will make that all go away. And we'll fade again. Together. Help me do it. Len. Don't touch me.
Let's... Mine? Open your eyes! Is not far now. Give this to Payne. It was all I was able to find. Yeah, give her this one too. Huh? Our wills. He's kidding. Just make sure Payne gets him, all right? How do you know her? The four of us go way back. Don't go! It's under control. Take care of things topside. Mhm. Die kennen sich also schon ewig, alles klar. Ich glaube, jetzt nimmt das Ganze langsam ein bisschen Fahrt auf. Ich bin gespannt, was da drauf zu sehen sein wird. Popo Spheroid 3, alles klar. I didn't know what had happened. Everywhere I looked, I found only questions. But more than anything, I'm just angry. One thing after another, and I'm already confused to begin with. Hey! Where am I? Achso, ich kann mich bewegen. Alles klar, ich dachte, das geht jetzt hier noch ewig weiter. Also ins Menü komme ich auf jeden Fall nicht. Ich habe nämlich bis jetzt zumindest dran gedacht, nochmal, oh, reinzugucken. I'm all alone. Come in, Yuna. Yuna! Yuna! Reporting in. Yuna! Alles klar, da haben wir es schwarz auf weiß. Spiele ich jetzt alleine mit ihr weiter? Aha. Alles klar, nehmen wir. Bis hierhin speichern. Ich denke, das sollten wir tun. Freddy, na mer! Trickur! He's been blubbering about how he couldn't go on living if something were to happen to you.
We hadn't heard anything in so long. We tried tossing a comm sphere into the hole, but it didn't help one bit. Hey, it's still in beta. So, what happened? Well... Lynn, huh? Yeah, the girl from the songstress dress sphere. That's Lynn? Sure, she wore that dress 1,000 years ago. Why didn't you tell us? No one asked. Besides, all I knew was her name. What's to tell? What Shinra said surprised me, but only a little. So there really was a connection. Okay. So the reason Xu Yan keeps calling Yuna Len is... Because of that dress sphere? I can't really say for sure. Forget Len! Xu Yin's the one who's wanting to vaporize Spira! Yeah, but what can we do? Nuge and Gipple are already planning something. Let them deal with it for now. Ich verstehe noch nicht so ganz, woher wir wissen, dass Xu Yin Spira vernichten will. Also ich meine, wir haben mal so kleine Spheroid-Fragmente gesehen, aber... Dass er da irgendwelche Zerstörungsambitionen hat, habe ich jetzt nicht so rausgehört. Also vielleicht habe ich aber auch irgendwas nur falsch gesehen, interpretiert, begriffen. Keine Ahnung. Heißt das, es war Xu Yin, der auf dem Kilika-Spheroiden war? Jede Menge Fragen, die beantwortet werden müssen. Wo ist denn Pain eigentlich? I don't know. Hallo? Knöpfen wir uns Xu Yin vor? Ich weiß nicht. Also ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass er jetzt der Bösewicht ist. Und vor allen Dingen interessiert mich, was Nuj Baralei und Gipel da eigentlich vorhatten. Wo zur Hölle ist Pain? Ich will jetzt eigentlich nicht nach vorne gehen, weil ich da wahrscheinlich die Story wieder nach vorne treibe. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen und den Rest werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Bin nämlich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. So, bei Riku hatten wir zuletzt den Dompteur und bei ihr hatten wir den Item-Schützen und dann gab es ja noch die ein oder andere Ability, die gelernt wurde. Am Ende des letzten Kampfes Doppel-Item. Ist noch aktuell. Bei ihr war, glaube ich, irgendwas dabei. Nee. Hä? Wer hat denn da was gelernt? Also sie war es ja auch scheinbar nicht. Ach so, doch, warte. Die hatten ja gar nicht ihre jetzigen Klassen bis zum Ende hin. Was war sie denn? Warte mal, ich müsste mal ganz kurz in ihre Kostümpalette gucken. Oh, wo sehe ich das denn jetzt hier am einfachsten? Warte, Pain. Straßenwind. So, sie ist zuletzt die Schütze gewesen. Würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, bei Pain müsste eventuell oder könnte eventuell hier was passiert sein. Ne, glaube ich aber nicht. Da war irgendwas mit Stein. Okay, warte mal. Ein, zwei Ideen habe ich noch. Sie war zuletzt der Weißmagier, aber sie ist auch schon so lange bei Erzengel drin, bei Dieb. Okay, das müsste ich mir dann in der Nachbearbeitung nochmal angucken, weil Yuna war die ganze Zeit Glücksspielerin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich da gesehen habe, aber das finde ich raus. Vielleicht erwähne ich es auch am Anfang der nächsten Folge nochmal, müssen wir mal schauen. So, und hier gab es die rastlose Abwehr. Ich habe es mir tatsächlich gemerkt. Eigentlich ganz solide, ne? Abwehrboost für Z-Abwehr und physische Abwehr kann man mal machen. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Schade, dass man hier in dieser Übersicht nicht sieht, was die Mädels angelegt haben. Weil so musst du, ich finde das halt ein bisschen umständlich, immer in Ausrüstung reingehen, hier dann nochmal gucken. Sie hat jetzt zum Beispiel Solarisschutz mit. Ach so, sie hat darüber Protes aktuell mit drin. Warte mal, habe ich das auf dem... Ja, guck mal, das ist nämlich die rastlose Abwehr, ist nämlich die Erweiterung hiervon. Dann sollte ich das nämlich Riku geben, aber das werde ich dann offscreen wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Und sie hat hier Präventivschlag, was eigentlich auch relativ wenig Sinn macht, ne? Solange sie Itemschützin ist zumindest. So, ich werde es aber trotzdem mal bei Yuna gucken. Okay, weil ich muss aufpassen, dass ich ihr kein Autoprotes gebe, weil sie das ja über ihre Kostümpalette hat, ne? Da habe ich aber auch schon lange nichts mehr optimiert. Aber ich werde zu Beginn der nächsten Folge auf jeden Fall Riku mit dem mit der neuen Palette, die wir gerade bekommen haben, versehen haben. Und die ganzen Klassen wahrscheinlich auch
beibehalten. Und ja, wir werden beim nächsten Mal einen kleinen Rundgang übers Schiff machen. Wir werden uns die Purpur-Spheroiden angucken, die wir von Nutsch und wer hat uns den zweiten gegeben? Ich glaube, das war Gippel und nicht Bar alleine. Die werden wir uns angucken und dann uns mal wieder durch das Kapitel durcharbeiten anhand der Liste. Da bin ich gespannt, wie viele Sterne, wo wir die nächste aktive Verbindung haben werden. Ob wir Pain auch finden, das ist auch noch so ein kleines Mysterium. Und ja, ich glaube, an Langeweile werden wir beim nächsten Mal nicht zugrunde gehen. Ich bedanke mich für heute, aber erstmal fürs Einschalten und würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!